Hallihallo, ich bin Katrin von Echtkatrin und ich habe euch im letzten Video gebeichtet, dass ich nicht in der Lage bin, euch zu sagen, welche Düfte ich 2022 am häufigsten getragen habe, da ich es versäumt habe, regelmäßig Buch zu führen. Ich habe aber auch gesagt, dass ich mir dafür eine Lösung überlegen möchte und das wollen wir heute angehen. Falls euch gefällt, was ich hier tue, dann freue ich mich sehr, wenn ihr den Kanal abonniert. Ich sehe nämlich, dass ihr alle ohne Abo guckt und würde mich genauso über einen Daumen hoch oder einen Kommentar freuen. Vielen Dank. Ich habe mir also überlegt, wie kann ich euch zeigen, welche Düfte ich tatsächlich und sehr häufig verwende, ohne auf fundierte Aufzeichnungen zurückzugreifen. Ja, da fiel mir nur eine Sache ein. Ich habe mich für meine Sammlung gesetzt und die Flakons genauer angeguckt. Im Englischen gibt es den schönen Ausdruck Dent. Das heißt so viel wie Einkerbung, Ausbuchtung, was ja bei einem Stoff in flüssigem Aggregatzustand nicht unbedingt Sinn macht, ist aber so. Daher gibt es da auch kein wirklich gutes deutsches Äquivalent zu, zumindest ist mir keins bekannt. Man würde wahrscheinlich hier sagen, ich zeige euch heute die Flakons, wo am meisten raus ist. Ist jetzt auch kein wunderbarer grammatikalischer Satz, aber ich glaube, wir wissen, was gemeint ist. Es sind Düfte, denen man ansieht, dass sie regelmäßig genutzt werden. Das muss nicht zwingend im letzten Jahr passiert sein, dazu werde ich dann auch immer noch was sagen. Es ist aber schlichtweg so, dass wenn man wie ich mehr als 10 Flakons besitzt, man irgendwann in so ein Rotationsprinzip kommt. Ja, also von dem Traum, irgendwann mal einen Duft leer zu bekommen, habe ich mich verabschiedet. Ich glaube, das ist mir zuletzt in meinen Teenie-Tagen gelungen. Ich freue mich immer schon, wenn man irgendwann sieht, dass das Parfum regelmäßig getragen wird. Also manchmal sitzen Leute vor meiner Sammlung und sagen: Sag mal, trägst du das überhaupt? Das sieht alles noch so neu aus. Und ich dann: Ja, den Duft habe ich jetzt die letzten 2 Wochen am Stück getragen. Sieht man das nicht? Nee, sieht man nicht, weil ich einfach sehr viele Düfte habe. Aber ja, es gibt sie, diejenigen, denen man ansieht, dass mit ihnen gearbeitet wird. Und die möchte ich euch heute zeigen. Und wir fangen jetzt genau mit dem Duft an, auf den ihr höchstwahrscheinlich alle wartet und sagt: Ach, Katrin, wir wissen, was jetzt kommt. Natürlich wisst ihr, was jetzt kommt. Baccarat Rouge von Maison Francis Courtigan. Und ja, ich weiß auch, was ihr als nächstes denkt. Katrin, da ist ja gar nichts raus. Auch das stimmt. Das liegt daran, dass ich im letzten Jahr ein sehr nettes Tauschgeschäft hatte und in diesem Tauschgeschäft einen zweiten quasi niegelnagelneuen Flakon ertauscht habe. Mein erster, das müsst ihr mir jetzt glauben, der war, ich glaube, etwas mehr als halb voll. Und den habe ich dann meiner Mutter vermacht, die sich ebenso wie ich in diesen Duft schockverliebt hat. Ich bin eine gute Tochter, ich weiß. Und ich habe dann einfach mit dem zweiten volleren Flakon weitergemacht. Daher ist da jetzt noch nicht allzu viel raus, aber im Grunde habe ich schon, mittlerweile glaube ich sogar mehr als einen halben Flakon Baccarat Rouge leer gemacht. Logisch, so oft wie ich im letzten Jahr von diesem Duft gesprochen habe, darf der hier nicht fehlen. Auch beim zweiten Duft muss ich ein bisschen schummeln, denn ich hatte zuerst Proben von dem Duft, danach eine Travel Size und dann irgendwann den großen Flakon, den sehr großen Flakon. Ich spreche von Eccentric Molecule Number One. Auch hier ist jetzt nicht allzu viel raus, da könnte man auch denken, da fehlt ja gar nichts. Ich zeige euch aber mal die Travel Size. Moment, und da könnt ihr das vielleicht sehen, die ist nur noch halb voll. Das ist ein Duft, den nehme ich vor allem zum Layern. Generell sprühe ich bei den allermeisten Düften maximal 4 Mal, eher so 3 bis 4. Das heißt, ich bin jetzt niemand, die irgendwie Overspraying betreibt und 10, 20 Mal püstert, bevor sie aus dem Haus geht. Daher brauche ich sowieso immer recht lange, bis ein Duft leer wird. Aber man sieht hier, dass schon ordentlich was fehlt und die Travel Size ist eben auch halb leer, halb voll, je nachdem, wie man das betiteln möchte. Also Eccentric Molecule ist auf jeden Fall ein Duft, bei dem man auch sieht, dass ich ihn regelmäßig trage. Jetzt kommt ein Duft, den ich aufs Jahr gesehen gar nicht so oft trage, tatsächlich eher selten, dafür aber irgendwie doch in dieser Seltenheit regelmäßig. Und zwar spreche ich von Eau de Moselle von Givenchy. Der Flakon ist ungefähr bis hier noch voll. Den habe ich schon lange, wirklich viele Jahre. Ich schätze 10 ungefähr. Ich weiß gar nicht, ob der Duft so noch hergestellt wird. Das ist ein sehr leichter, feiner, weiblicher Duft. Der geht so ein bisschen in die Richtung des neuen Original Chloé, ja, das Eau de Parfums, wartet mit Zitrusnoten auf, ein bisschen Basilikum, das mag ich sehr in Parfums, Rose, Ylang-Ylang, Moschus und Tonka. Entspricht eigentlich nicht so dem, was ich sonst so trage, ist mir eigentlich ein bisschen zu leicht, ein bisschen zu blumig, ein bisschen zu wenig süß-vanillig, aber irgendwie hat es halt bisher doch so weit gereicht, dass das A noch in meiner Sammlung ist und B tatsächlich auch schon
Ja, ein Drittel leer auf jeden Fall, fast schon halb leer ist. Eau Demoiselle von Givenchy. Den nächsten Duft habe ich im letzten Jahr nicht ein einziges Mal getragen. Ich glaube, das kann ich mit Fug und Recht behaupten. Er ist dennoch in dieser Aufzählung, da ich ihn vor ein paar Jahren sehr exzessiv getragen habe. Denn das war der Duft, bei dem ich mir ganz fest vorgenommen habe, dass ich den leer mache. Ich habe den wirklich über Wochen exzessiv getragen. Irgendwann war ich ihn aber über. Spoiler, ich habe es nicht geschafft. Ich spreche von Donna von Valentino und zwar vom Original. Nicht Born in Roma, Coral Fantasy oder wie sie alle heißen, das ist das Original. Und er ist tatsächlich, man kann es nicht so gut sehen bei dem Flakon, tatsächlich nur noch halb voll. Das ist ein Duft, der wartet auf mit Bergamott, dann Iris und Rose. Also wir haben schon wieder Rose und wir haben vor allen Dingen auch Iris und ihr werdet merken, die kommt gleich öfter vor, interessanterweise. Leder, was ich bis dato gar nicht wusste, das ist mir eben erst bei der Recherche aufgefallen. Und wir wissen ja alle, dass ich Leder mittlerweile richtig gut finde. Vanille und Patchouli. Wie kann man diesen Duft vergleichen? Also der hat mit diesem Born in Roma und wie sie alle heißen, nichts gemein. Das ist ein weiblicher, blumiger Duft, der aber etwas samtiger, etwas schwerer ist als jetzt beispielsweise der Eau Demoiselle. Er geht fast so ein bisschen in die Richtung Good Girl, ohne ähnlich zu sein. Also das riecht nicht wie Good Girl hier. Aber der Vibe ist ein ähnlicher. Nur in ein bisschen weniger modern, sondern etwas reifer. Ja, also der hat schon fast so einen leichten Vintage-Touch, ohne altbacken zu sein. Das kommt wahrscheinlich durch die Iris und die Rose. Aber wenn ihr da mal die Nase dran halten könnt, dann tut das doch mal und berichtet mir mal, wie ihr den findet. Valentino Donna, ich habe ihn eine Weile intensiv getragen. Ich glaube, ich bin damals über Kathleen Lights auf ihn gestoßen. OG-YouTube-GuckerInnen werden sich vielleicht erinnern, ja. Und ich bin dann in die Parfümerie, habe ihn gekauft und habe ihn sehr, sehr gern getragen. Wie gesagt, im letzten Jahr überhaupt nicht. Vielleicht sollte ich das mal wieder ändern. Wobei er, glaube ich, aktuell nicht unbedingt dem entspricht, was ich gerne trage. Für mich wäre das ein ausgesprochener Winterduft. Wir haben gerade Winter, wir haben hier gerade Temperaturen um den Gefrierpunkt, aber nee, irgendwie bin ich eben so ein bisschen entwachsen, obwohl das ein wirklich schöner Duft ist. Ich sollte ihn vielleicht mal wieder auftragen. Ja, Donna von Valentino. Bleiben wir bei den Düften, die ich tendenziell eher im Winter oder ich sag mal in der kalten Jahreszeit tragen würde. Poison Girl von Dior. Da sieht man es, glaube ich, sehr gut. Also der ist etwas mehr als halb voll. Mittlerweile gibt es einige Düfte, die so riechen wie. Na, also wir hatten das Thema gerade. Ich glaube, es gibt auch auf diesem Kanal diverse Videos, bei denen ich Vergleiche ziehe zu Poison Girl, Bitterorange, Zitrone, Rose, Orangenblüte und natürlich ganz prägnant die Vanille, die Mandel, die man auch als Hypnotic Poison kennt. Tonka, Tulu Balsam, Sandelholz, Heliotrop und Kaschmeran. Also das ist ein süßer, weicher Duft, den ich schon in die Gourmand-Richtung stecken würde. Also das ist jetzt kein sehr blumiger Duft, kein ausgewiesener frischer oder blumiger Duft, wobei er durch diese Bitterorange und die Zitrone im Auftakt so einen Twist kriegt. Es wabern immer mal wieder so Gerüchte durch das Internet, ob der discontinued wird. Das ist übrigens das Eau de Toilette, sehe ich gerade. Das ist eher so wie meine Flasche Angel im Schrank, den hüte ich so ein bisschen aus Nostalgiegründen. Es gibt jetzt eben Düfte wie zum Beispiel Suicide Blonde von Hate Me Love Me, der so in die Richtung geht, den ich noch schöner finde, den ich langlebiger finde. Aber Poison Girl, das ist genauso wie Hypnotic Poison, meine Jugend. Dem werde ich immer treu bleiben. Den habe ich so in der Form schon länger nicht mehr getragen. Eher die Düfte, die riechen wie. Aber ihr seht, der wurde sehr geliebt und für meine Verhältnisse viel getragen. Stichwort Jugendliebe, Nostalgie. Kommen wir zu einem der, wenn nicht dem einzigen Parfum, das ich jemals leer gemacht habe. Das habe ich mindestens einmal nachgekauft, wenn nicht sogar zweimal. Ich spreche von Classique von Jean-Paul Gaultier. In meiner Jugend sah das noch ein bisschen anders aus. Das Korsett war irgendwie beige. Ja, die sind alle beige, aber also es sah anders aus.
Die Version wird nicht mehr hergestellt. Das Original-Klassik von Jean-Paul Gaultier, das ist die 2017er Limited Edition. Die soll dem von damals noch am nächsten kommen. Ich habe die anderen nicht im Vergleich jetzt präsent, aber ja, das riecht tatsächlich so wie aus meiner Jugend. Bis dahin geht's. Das ist wie gesagt mindestens mein zweiter, wenn nicht gar mein dritter Flakon. Das ist meine Jugend. Fast noch mehr als Hypnotic Poison und Poison Girl, das ja später rauskam. Klassik habe ich regelmäßig getragen. Also Klassik war lange Zeit tatsächlich mein Signature-Duft. War so der Auftakt meiner Liebe zu Bougie-Düften. Also auch hier ist Rum enthalten. Das war damals ein totales Novum. Da ist enthalten Rose, schon wieder, Mandarine, Orchidee, Narzisse, Vanille, Amber, Tonka, Sandelholz. Also die Basis, ne, das Klassische, wie das in Damendüften gern verwendet und auch gern gerochen wird. Da bin ich Teenie. Wenn ich das rieche, bin ich Teenie und stehe in der Disco. Ja, damals sagte man noch Disco, das Thema hatten wir schon mal, im Club. Auch das ist ein Duft, den ich heute eigentlich viel zu selten trage. Da gibt es einfach andere Düfte, die gerade mehr ich sind. Den würde ich aber jederzeit wieder tragen, wenn ich nur noch den hätte. Das ist jetzt nicht der, den ich mir aussuchen würde. Ja, wenn, es gibt ja oft die Frage, Katrin, wenn du nur noch einen Duft haben dürftest, welcher wäre das? Wäre es nicht der? Wenn aus irgendwelchen Gründen sich aber alle meine anderen Düfte in Luft auflösen würden und der würde übrig bleiben, den würde ich tragen. Den finde ich nämlich richtig gut, immer noch. Ich finde ihn sehr zeitlos. Ich finde, der funktioniert auch heute noch genauso wie damals. Was ich ja zum Beispiel über Angel nicht unbedingt sagen würde. Also, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ja. Also, Angel kann ich heute nur noch in hypnotischen, in hämatomischen, jetzt hast du alles durch, in homöopathischen Dosen ab. Hämatom und hypnotisch könnte manchmal auch passen, je nach Sichtweise. Also, Klassik, ein Drittel leer, wird sich, glaube ich, so schnell auch nicht weiter leeren, aber der ist zu Recht nicht mehr voll. Die nächsten beiden Düfte sind meine klassischen Sommerdüfte. Wenn es so richtig heiß ist und eigentlich nichts anderes geht, oder ich muss es anders formulieren, waren lange meine Sommerdüfte, wenn nichts anderes geht. Mittlerweile bin ich ja in die Welt der Moleküldüfte eingestiegen, ja, Eccentric Molecules, Sarco Perfume, das sind für mich auch Düfte, die bei hohen Temperaturen gut gehen. Also die haben mittlerweile Konkurrenz bekommen. Das sind zwei Flakons, die auch schon ziemlich alt sind. Die haben schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und die trage ich eigentlich tatsächlich nur, wenn es hier richtig, richtig warm ist. Das heißt, von denen werde ich auch noch ein paar Sommern was haben. Wobei, wenn wir uns die Klimakrise so anschauen, vielleicht werden sie jetzt schneller leer als mir lieb ist. Einmal haben wir hier Un Jardin sur le Nil von Hermès. Ja, das ist die Grapefruit, die grüne Mango, Tomate, Karotte. Ja, so eine sehr interessante Duftpyramide. Lotus, Orange, Hyazinthe, Moschus, Iris, Weihrauch, Labdanum und Zimt. Also Zimt, ich weiß nicht, wo da Zimt sein soll, aber den Rest rieche ich. Ja, das ist tatsächlich der Garten am Nil. Das ist feucht, das ist grün, das ist ein bisschen spritzig, das ist ein Unisex-Duft, den ich wahnsinnig gut finde, wenn es so richtig, richtig heiß ist draußen. Das ist wie so eine kalte Dusche. Ich linse übrigens immer hier unten hin, weil ich mir die ganzen Duftnoten hier aufgeschrieben habe. Das kann ich nicht behalten. Und ich will euch auch nichts vormachen, indem ich erzähle, ich könnte das alles aus dem Kopf, ich lese das ab. Und der zweite Flakon ist Dolce & Gabbana Light Blue Intense. Intense ist wichtig. Das Original finde ich nicht so gut. Das ist auch für mich irgendwie Klostein. Aber das Intense, das ist so ein bisschen moschusartiger, bisschen süßer, bisschen weicher. Ist aber auch ein Duft, für den es richtig, richtig warm sein muss. Da muss ich in Stimmung sein. Aber auch der, man sieht es, glaube ich, hat gut was weg. Ja, und wenn die Sommer weiterhin so früh beginnen und so lange dauern, dann brauche ich davon vielleicht auch bald einen neuen Flakon. Jetzt kommt ein Überraschungskandidat, mit dem ich eigentlich überhaupt nicht gerechnet habe. Den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und als ich gerade meine Flakons anschaute, habe ich gedacht, huch, da fehlt aber auch einiges. Der ist auch gar nicht so alt. Den habe ich in der zweiten Hälfte des letzten Jahres gekauft, glaube ich. Und zwar ist das Girls Can Do Anything von Zadig und Voltaire. Ich gebe es zu, der Dent, die Einkerbung, das, was fehlt, ist noch relativ klein, aber man sieht es dennoch deutlich. Das ist ein Duft, der startet mit Birne, Bergamott, Orangenblüte, ja, eine aktuell sehr beliebte Kombination, Tonka, Tuberose,
in schön. Tuberose kann ja auch schnell so richtig schwülstig sein, aber das wird ja ganz gut aufgefangen durch die anderen Noten. Vanille, Farn, Moschus, Nelke, Ambroxan und auch Patchouli. Geht so ein bisschen in Richtung Paradox mit einem Twist. Also wer sagt, Paradox ist mir irgendwie zu flach, zu süß, der hat noch so ein bisschen dieses, was in der Nase kribbelt. Auch so ein bisschen Poison Girl. Und vielleicht auch noch so ein bisschen Donner. Aber nur so ein bisschen. Also das ist alles eher so ein Vibe. Die riechen ähnlich, aber es ist ein Vibe. Wisst ihr, was ich meine? Ja, also so ein bisschen so ein Überraschungskandidat, mit dem ich nicht gerechnet habe. Aber den habe ich tatsächlich anscheinend offensichtlich doch das ein oder andere Mal getragen im letzten Jahr. Girls can do anything von Sadiq und Voltaire. Ich habe ja eben schon gesagt, die Iris wird uns noch ein paar Mal begegnen, was mich überrascht hat. Und das ist jetzt keine Note, wo ich gesagt hätte, die präferiere ich in irgendeiner Weise. Ähnlich wie bei Rose, wir wissen, wie das geendet hat. Iris ist eigentlich eine Note, die gerne in Düften verwendet wird, wenn die so eine gewisse Pudrigkeit bekommen sollen. Das sind die Düfte hier aber alle nicht so richtig. Also Iris ist enthalten in Un Jardin sur le Nil. Da ist nichts pudrig. Iris ist enthalten in Donna von Valentino. Ah, das ist das, was ich vielleicht so als weich, warm, samtig bezeichnet habe. Aber es ist nicht so puderquastenpudrig. Und Iris ist auch enthalten in den nächsten beiden Düften, die jetzt kommen. Der nächste Duft ist auch so ein Schummelduft. Da habe ich die Full Size. Der sieht man noch nicht an, dass da wirklich viel raus ist, aber es ist eine sehr große Full Size. Ich spreche von Eccentric Molecules, Eccentric Number 2. Wie ich immer sage, mein Gin und Tonic Duft, den habe ich im letzten Sommer sehr getragen. Das wäre auch so einer Kategorie Un Jardin sur le Nil und Konsorten. Aber wenn man sich die Travel Size anguckt, ist da auch die Hälfte raus. Und das ist ein Duft, da reichen auch zwei, drei Sprüher und man riecht sehr lange. Das ist einer dieser Moleküldüfte. Der besteht offiziell aus Esoisuper, Ambroxan, also kombiniert im Grunde Molekül 1 und 2 miteinander, Jasmin und Iris. Ich rieche aber Gin und Tonic, Wacholder, das crispy, weißes T-Shirt, heiße Sonnenstrahlen, kaltes, klares Wasser. Das rieche ich. Aber es ist Iris enthalten. Und ja, wie gesagt, häufig verwendet, Full Size fehlt auch ein bisschen was, aber vor allem hier an der Travel Size sieht man das. Eccentric Molecules, Eccentric Number 2. Auch der nächste Duft enthält, wie angekündigt, Iris. Er war eine Empfehlung aus der Community und das ist einer der Düfte, bei denen ich sagen muss, dass die vor allem deswegen so leer geworden sind, weil ich sie immer mit mir rumschleppe, um nachzusprühen. Die Haltbarkeit ist nämlich nur so lala. Ich spreche von Body von Burberry. So viel ist noch drin, vergleichsweise viel. Ich habe ihn aber auch erst in der zweiten Jahreshälfte 2022 gekauft, glaube ich. Und ich mag ihn sehr. Ich mag ihn tatsächlich sehr. Er enthält Pfirsich, Rose, Sandelholz, Iris, Moschus, Vanille und Amber unter anderem. Und das ist durch den Pfirsich so ein bisschen fruchtig, ohne Obstkorb. Ist also so ein bisschen frisch, leicht, ein bisschen blumig, mit einer süßen Basis, aber in keinster Weise irgendwie klebrig oder schwülstig oder zu blumig oder so. Also Body von Burberry ist ein, wie ich finde, sehr, sehr schöner Duft, vor allem wenn es draußen ein bisschen wärmer ist, auch so für die Übergangszeit, aber er hält halt nicht so gut. Daher habe ich den immer mit mir in der Tasche rumgetragen und das hat einfach dafür gesorgt, dass er so schnell leer geworden ist. Was heißt leer geworden? Also so schnell leerer geworden ist. Body von Burberry. Auch über den nächsten Duft kann ich Ähnliches sagen. Und leider ist der nochmal deutlich teurer. Und zwar ist das Musc Noir Rose von Narciso Rodriguez Forher. Oder Musc Noir Rose? Sucht es euch aus. Ich habe den im Herbst, glaube ich, gekauft. Ich gebe zu, ein bisschen auch aufgrund des Hypes. Ich habe an ihm gerochen und fand den gut. Also mir war klar, dass ich den tragen würde. Aber es hat eine Weile gedauert, bis wir so richtig Fahrt aufgenommen haben. So jetzt im Winter habe ich festgestellt, dass ich ihn wirklich richtig gern habe. Er hält für mich aber keinen ganzen Arbeitstag durch, es sei denn, ich lege morgens schon gleich ein bisschen mehr auf.
wenig Düfte, bei denen das so ist, bei denen das auch was bringt. Also normalerweise würde ich dann eher den Flakon in die Tasche stecken und nachmittags nochmal nachlegen oder so. Aber ich merke, dass ich bei dem dazu neige, gleich ein, zwei Sprühstöße mehr aufzutragen. Und daher ist er jetzt einfach auch schon tatsächlich deutlich benutzt. Man sieht es, glaube ich. Kann man sehen? Ja. Ja, Musk Mask Noir Rose von Narciso Rodriguez. Bisschen schwach auf der Brust. Dadurch wird der Flakon leer. Und das ist, glaube ich, der Duft neben Body von Burberry, bei dem ich das mit Fug und Recht behaupten kann. Hier muss ich mehr sprühen. Und zu guter Letzt, genauso wie ihr hundertprozentig mit dem ersten Duft gerechnet habt, werdet ihr höchstwahrscheinlich auch mit dem letzten Duft rechnen, der jetzt kommt, der überhaupt Initiator dieser ganzen Überlegung war. Denn ich habe, glaube ich, noch nie einen Duft in so kurzer Zeit so leer bekommen. Und ich hätte es selber nicht gedacht. Prada Paradox. Vielleicht sieht man das, wenn ich den so ein bisschen schräg halte. Könnt ihr das sehen? Da fehlt einiges. Ja, wann kam der raus? Ich habe den, glaube ich, kurz nach dem, nee, ich habe ihn nicht kurz nach dem Launch gekauft, weil es eine Weile gedauert hat, bis ich an ihn rangekommen bin. Aber ich glaube, das erste Mal richtig gesehen, dass der regelmäßig benutzt wurde, habe ich nach 2 oder 3 Wochen. Und das passiert normalerweise nicht. Es dauert eigentlich länger. Aber wie gesagt, ich bin eine Basic, wenn es um sowas geht. Und ich mag einfach. Ich mag einfach diesen Duft. Auch hier wieder Birne, Bergamott. So ein bisschen wie Girls Can Do Anything, habe ich ja anfangs schon gesagt. Orangenblüte, Neroli, Jasmin, alles Sachen, die ich mag. Ich weiß, da scheiden sich die Geister. Es gibt Leute, die das gar nicht mögen. Ich mag das. Vanille, Moschus, Ambar, Benzoin. Also die Basis ist wieder vergleichsweise langweilig. Ja, das ist das, was gerade alle irgendwie benutzen. Aber das riecht auch einfach so gut. Das riecht so gut. Der hält an mir länger, als ich eingangs erwartet hätte. Aber auch das ist ein Flakon, den ich auch mit mir rumtrage. Der bietet sich auch an. Der ist einfach klein und handlich. Da lege ich auch mal nach, wenn ich weiß, dass ich einen besonders langen Arbeitstag vor mir habe. Aber da fehlt halt richtig was. Und mich würde nicht wundern, wenn das nach 20 Jahren der erste Parfumflakon sein wird, den ich leer bekomme. Kann natürlich sein, dass ähnlich wie bei Donna Valentino, das irgendwann total kippt vom einen Extrem ins andere und ich den irgendwann gar nicht mehr trage. Ich trage ihn auch jetzt weniger als am Anfang. Aber ich habe ihn auch in diesem Jahr schon getragen. Das Jahr ist ja noch nicht alt. Prada Paradox. Also irgendwie hat es Zoom gemacht und es hat gefunkt. Und wir mögen uns. Offensichtlich. Prada Paradox. Ja, das sind sie also. Meine offensichtlich am häufigsten getragenen Düfte. Aktuell oder in der Vergangenheit in meiner Sammlung. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es war ein bisschen eine andere Herangehensweise an das Thema. Wie gesagt, in diesem Jahr führe ich wieder minutiös Buch. Ja, ich kann euch also Anfang nächsten Jahres genau sagen, welchen Duft ich wie oft getragen habe. Habe ich letztes Jahr versäumt, aber ich glaube, das war eine ganz gute Lösung. Ich freue mich auf eure Kommentare, ob ihr einen dieser Düfte kennt, ob es euch ähnlich geht, ob ihr ähnlich wie ich nur schwer einen Flakon leer bekommt oder ob ihr sagt, nee, also ich mache regelmäßig was leer, ich kaufe regelmäßig nach. Bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ansonsten sage ich Tschüss, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.